Hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi-Crackpot-Freunde, auf unserem Kanal. Wir freuen euch, dass ihr dabei seid und wir werden mit euch heute in das Thema Verkabelung starten. Beim Thema Verkabelung für ein Heimkino stellen sich natürlich mehrere Fragen. Zum einen, wie viele Kabel brauche ich, welche Kabel brauche ich und wie gehe ich grundsätzlich vor? Ich denke, einer der wichtigsten Faktoren ist dabei zu berücksichtigen, dass man die stromführenden Kabel von den Audio-Kabeln trennt, um einfach ein Brummen zu vermeiden. Und damit hat man schon mal, denke ich, eine gute Miete oder die Hälfte der Miete geschafft. Dann gilt natürlich, kauft nicht den billigsten Ramsch von Kabeln, das heißt so sehr, sehr dünne Kabel, wie die häufig bei Mediamarkt Fertig-Surround-Anlagen mit dabei sind oder so, würde ich nicht empfehlen, weil die echt schlechte Qualität sind. Es müssen aber auch keine Kabel für Hunderte oder Tausende von Euros sein, sondern ein gesundes Mittelmaß tut's da tatsächlich. Wer also losgeht und Lautsprecherkabel kauft, ihr müsst nicht für 100 Euro kaufen, es reicht, wenn das, wenn ihr einfach 10, 20 Meter oder so, je nachdem wie viel ihr halt braucht, das solltet ihr vorher ausmessen, wenn ihr das dann für 10 bis 15 Euro irgendwie sowas maximal für 10 Meter kauft, da habt ihr dann schon eine relativ gute Qualität. Eine Frage, die sich natürlich dem einen oder anderen stellt: Wie weit isoliere ich das Kabel ab? Diese Frage kam auch von Sono, der unseren Kanal abonniert hat. Und die möchten wir natürlich auch beantworten. Da gilt als Faustregel so zwischen 8 und 5 mm, manchmal auch 10 mm, kann ich von einem Kabel gut abisolieren und bekomme das in den großen Schraubterminals an Lautsprechern und Verstärkern meistens auch dann problemlos unter. Wesentlich länger sollte es nicht sein, denn dann habe ich zu viel Kabel, was nicht mehr isoliert irgendwo rumhängt und was möglicherweise dann einen Kurzschluss oder sowas verursachen könnte. Eigentlich nicht, aber es könnte zumindest zu Nebengeräuschen führen. Weiterhin ist natürlich auch wichtig, wenn ihr zu wenig abisoliert, dann erreicht euer Kabel die eigentliche Kontaktstelle nicht. Bei Schraubterminals weniger das Problem als tatsächlich bei den günstigen Klemmanschlüssen. Denn da habe ich meistens so eine ganz kleine Öffnung, wo ich natürlich auch keinen großen Querschnitt reinbekomme. Und ich muss das Kabel ein bisschen weiter reinstecken, damit tatsächlich der Kontakt entsteht. Da ist es halt wichtig, dass man genügend abisoliert hat. Dann wichtig natürlich auch der Kabelquerschnitt. Wie schon zu eingangs erwähnt, günstige Kabel, so kaninchendrahtähnliche oder gartendrahtähnliche Kabel würde ich nicht empfehlen, denn zum einen sind sie häufig relativ störrisch und lassen sich nicht so gut verlegen. Zum anderen habe ich natürlich den Nachteil, wenn ich dort nur einen relativ festen leitenden Gegenstand habe, wenn der mir bricht oder warum auch immer irgendwie beschädigt wird, dann habe ich eine schlechtere Leitfähigkeit, habe sogar Störgeräusche im Signal. All sowas kann passieren. Man nennt es auch den klassischen Kabelbruch. Das kann natürlich bei den anderen Kabeln auch vorkommen, ist dort aber unter Umständen nicht ganz so gravierend, weil ich einfach mehrere Adern oder Äderchen in diesem dickeren Kabel enthalten habe. Genau. Man kann hier sagen, die durchschnittlichen Heimkino-Verstärker und ich sag mal Einstiegslautsprecher können tatsächlich mit einem Kabelquerschnitt zwischen 2 und 4 mm ganz gut umgehen. 6 mm passen tatsächlich in die selteneren Objekte. Meistens sind sie dann auch schon sehr teuer. Das heißt, wir bewegen uns dann eher im vierstelligen Bereich für die Heimkino-Verstärker beispielsweise. Dann kommt natürlich noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor zum Tragen und das ist Polarität.
Die meisten Verstärker haben bei den Lautsprecherbuchsen, aber auch bei Cinch-Buchsen zum Beispiel, eine farbliche Markierung. Und da sollte man tatsächlich darauf achten, dass der Kanal, der rot markiert ist, häufig ist rot da bei den Lautsprecher-Terminals der Pluspol und schwarz oder weiß der Minuspol, dass, wenn ich ein Kabel habe, was farblich markiert ist auf einer Ader, dass ich die farbliche Markierung, beispielsweise rot oder grün, tatsächlich auch für meinen roten, für mein rotes Terminal, für meine rote Klemmbuchse am Verstärker und am Lautsprecher natürlich benutze. Weil, wenn ich die versehentlich verkehrt rum anschließe auf einer Seite, dann macht es jetzt nicht Puff und die Anlage ist im Eimer. Es kommt aber dazu, dass es zu Klangeinbußen kommt. Und ich kann natürlich, wenn ich sehr hohe Leistungen abrufe, zu Beschädigungen der Hardware, das heißt eures Verstärkers oder eures Lautsprechers, kommen. Die Anzahl der, die Ohm-Anzahl oder die Anzahl des die Höhe des Widerstandes, so, ist bei der Kabelauswahl nicht so sonderlich von Bedeutung. Also da müsst ihr jetzt nicht nochmal zusätzlich Rücksicht drauf nehmen. Das kann man so ein bisschen vernachlässigen. Was ihr allerdings gerade in einem Setup von Heimkino Mehrkanalaufbauten berücksichtigen solltet, ist, dass nach Möglichkeit ihr ähnliche Kabellängen verwendet. Das heißt, wenn euer rechter Frontlautsprecher ein 3 Meter langes Kabel hat, sollte auch euer linker Lautsprecher ein 3 Meter langes Kabel haben. Warum? Weil ihr dann einfach mit den Laufzeiten, die ihr zwar im Verstärker einstellen könnt, aber dann idealerweise nicht unbedingt müsst, da einfach euch Arbeit erspart. Weil, wenn ihr sehr unterschiedlich lange Kabel habt, habt ihr dadurch längere Laufwege und das kann sich tatsächlich dann im Bild, im Klangeindruck bemerkbar machen, dass ich das Gefühl habe, mein einer Lautsprecher ist leiser als der andere und dann müsste ich halt in die Einstellung des AV-Receivers gehen und dort nachbessern und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und das könnt ihr verhindern, indem ihr einfach schaut, dass ihr gleich lange Kabel kauft. Wichtig ist, die Kabel für vorne, also für Front und Rear-Lautsprecher müssen nicht gleich sein. Also kommt mir bitte nicht auf die Idee, wenn ihr 10 Meter für die Lautsprecher hinten braucht, auch 10 Meter vorne aufzurollen. Das würde ich definitiv nicht machen, sondern einfach gucken, was ist sinnvoll. Wenn vorne 3 Meter reichen, dann nehmt für die vorderen 3 Meter. Wenn 1,10 Meter für den Center reicht, dann nehmt 1,10 Meter für den Center und nehmt dann 5 oder 6 oder 10 Meter für die Rear-Lautsprecher. Und da würde ich aber sagen, für Rear links und Rear rechts gleich lang, wenn ihr noch Seitenlautsprecher habt, weil ihr einen 7.2 aufgebaut habt oder so, dann natürlich auch entsprechend für die jeweiligen Paare gleich lange Seiten und gleich lange Kabel verwenden. So. Und das sind im Prinzip auch schon die wichtigsten Basics, wenn es um die Verkabelung eines Heimkinos geht. Ja, und immer wieder natürlich auch dran denken, wenn ihr Kabel verlegt, Lautsprecherkabel, guckt, dass ihr auch da diese Brummschleifen, die ihr halt bekommen könnt, wenn das Lautsprecherkabel zu dicht an der stromführenden Leitung dran liegt und da das Magnetfeld der Stromleitung auf euer Audiosignal überspringt und das beeinflusst, dass ihr da einfach auch Abstand haltet. Im Normalfall hat man damit wenig Probleme, allerdings kenne ich das aus dem Live-Bereich, dass es da halt auch zu Problemen kommt und deswegen erwähne ich das an dieser Stelle. Ja, das soll es zum Thema Verkabelung eines Heimkinos gewesen sein. Ich hoffe, es war relativ kurz und knackig, ihr habt euch nicht gelangweilt und seid natürlich auch beim nächsten Video dabei. Damit ihr kein einziges Video verpasst, drückt hier die Glocke, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheint. Und natürlich freuen wir uns mega, 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 wenn ihr uns ein Abo dalasst, weil auch dann werdet ihr natürlich benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochladen. Wenn ihr ähnliche Fragen wie Sono oder tatsächlich
Fragen zu neuen Produkten oder anderen Produkten habt, dann schreibt die unten in die Kommentare und wir freuen uns natürlich auch einfach über nette Glückwünsche und Beiträge. Das war's, bis zum nächsten Mal.